Leute, was geht ab? Euer Spezi ist wieder am Start mit einer neuen Folge zur Bioshock Collection. Die hat zwar ein bisschen auf sich warten lassen, da wir zwischenzeitlich auch ein paar andere Games gedaddelt haben. Wollen wir jetzt nicht lange Aria labern. Viel Spaß beim Zuschauen. Wir machen, ja, wo wir genau sind, weiß ich jetzt selber nicht mehr, da war die Pause wohl etwas zu groß. Aber ich glaube, wir wollten das Schmugglerversteck aufsuchen. Okay. Ah, was sind das für Flashbacks? Hat er sich einen gezimmert oder was? Ich bin direkt vor dem U-Boot-Dock, aber ich komme nicht rein. Ich brauche deine Hilfe. Meine Familie ist keine 100 Meter mehr von mir entfernt. Oh, ja. Ja, ja. Kann man hier alles abstimmen? Oh. An dem wird's liegen. Er hat wahrscheinlich schon mehrere Flaschen von diesem Wein getrunken, deswegen hat er diese krassen Flashbacks. So. Gen Update. Upgrade. Kann man hier. Achso, man kann sie. Achso, ich wollte ja upgraden. Ich wollte ja nicht austauschen. Ist ja nur die Genbank. Ganz vergessen. Ah, oh, trinkt man noch einen. Oh, was haben wir hier? Oh, eine Apparatur. Komm her, du hast gehackt. Oh, ich sehe schon. Uns fehlen jetzt dann gleich zu viele Metallstücke. Ich hoffe es mal nicht. Brauchen wir hier nach oben. Okay, nur noch ein Winkel. Den hier brauchen wir. So. So, du bist jetzt auf unserer Seite. Oh ne, jetzt hat er zu viel getrunken. Oh. So, müssen wir jetzt lang. Und da sind wir gekommen. Müssen wir hier runter. Sieht natürlich alles sehr verdächtig aus. In einer Falle. Hier liegt schon. Oh yeah. Hat sich's wieder gegeben. Ziel erreicht. Finde den U-Boot-Hafen. Hey, ein Kleiner. Oh. Schön, du hattest deinen Spaß, aber genug ist genug. Wenn du diesen Knopf drückst, wirst du erfahren, was es heißt, mein Feind zu sein. Super. Ja, wie? Muss doch da drüber laufen. Sehe ich das falsch? Schloss aufgeschossen. Soll man das wirklich machen? Er hat benutzen Kontrollpunkt. Was haben wir sonst noch hier Schönes? Ja,
Also such das jetzt einfach mal vorher mal ab, bevor wir den Kontrollpunkt haben. Ah ne, da geht's nicht rein. Oha. Kannst du meine Familie im U-Boot hören? Geben sie irgendeinen Laut von sich? Nein. Kein Ton. Aber gut, jetzt machen wir mal hier sein Hebelchen drücken. Schaffen wir uns Feinde. Ist da oben eine Sicherung durchgebrannt? Ich kann hier drin überhaupt nichts sehen. Gib mir einen Moment und ich hole dich da raus. Moira, kannst du mich hören, Liebling? Das heißt, ich hole dich hier raus. Ja, ich kann ja nicht helfen, tut mir leid. Die Sicherung hier ist kaputt. Ich kann sie nicht aufhalten. Muss mich zurückziehen. Hol meine Familie da raus. Wir treffen uns dann so schnell wie möglich wieder. Ja. Ja, das ist praktisch. Also für ihn ist es sehr praktisch. Weil ich mache jetzt die ganze Drecksarbeit für ihn. Eine Waffe. Oh mein Gott. Oh oh. Hau ab, wie du kannst. Raus da. Wir treffen uns woanders wieder. Ey, das ist doch ein Sack. Ich bin ein Star. Ich finde es ja wirklich super geil, dass das letzte Upgrade für die Gun hier ein bisschen was gebracht hat. Ah, die nächste kommt. Holy shit, was geht hier ab? Das ganze U-Boot ist explodiert. Oh, das heißt wohl für seine. Du schleichst dich herein wie ein Attentäter und versuchst dann dich aus dem Staub zu machen wie ein Dieb. Du bist kein Schnüffler von der CIA. Wer bist du? Weshalb bist du hier? Nun gut, es gibt zwei Möglichkeiten, mit einem Rätsel umzugehen. Man kann das Geheimnis aufdecken oder es beseitigen. Alles sehr cool animiert hier. Ich kann mich jetzt gar nicht erinnern, dass es so detailgetreu auf der PS3 war, aber kann man sich angucken. So. Wir sind, denke ich, wieder an einem, ja, Speicherpunkt.
Arcadia, willkommen. Sogar die Luft, die du atmest, hast du nur von mir geschnorrt. Nun denn, atme tief ein. Dann kannst du dich später vielleicht an ihn. Geh zur Tauchkugel bei den Rolling Hills. Sie wird dich direkt in die Höhle des Löwen bringen. Dann werden alle Schulden vollständig beglichen. Teegarten? Der Teegarten. Wo gibt's den Tee? Also ich kann ja auf jeden Fall noch keinen Tee. Oh, da hinten. Bei der Teekanne. Da sind wir reingekommen. Er hat schon wieder was getrunken, nicht wahr? Er ist schon wieder... Hä? Jetzt sagt er, wir sollen hier rum. Da kommt noch mal, ist da jemand? Ja. Sie sind überall! Wie jetzt? Dafür einer. Teleportationsbleiber. Moment. Fotocam. Wir catchen dich jetzt. Wir machen ein Foto von dir. Houdini. Was? Wer ballert denn hier? Du Sau. Haben wir ihn? Ey, komm her. Jawohl, der hat gute Sachen dabei. So muss die eine so. Hier, oben. Komm her, du.
persönlich jetzt oder sowas. Sache. Ein kleiner Hack wieder. Führst uns hin. Oh, hier gibt's. Gibt's hier was schön? Du, Houdini, Fuzzi. Ah, wir können. Können wir da hinten was? Wo da sind. Sonst nichts? Nur ein bisschen Munition? Okay. Den können wir auch noch ein bisschen plündern. Objekt anfertigen. Oh, ich hoffe. Ein breites, kein Breit. Ach, hier. So, dann brauchen wir das hier, damit die Suppe nach oben steigt und dann das hier, dann das hier. Nee, falsch. Hier, so rum ist man. Warten wir noch einmal anfertigen. Oh. Danke.
Ja, und wo ist das, was du mir hier als Dank schicken möchtest? Ah, hier. Oh. Zeit fürs Heierbettchen, Mr. B. Also ein Plasmid-Slot ist auf jeden Fall sehr willkommen. Rufen Sie bitte. Ja, Moment mal. Wir wollten das doch gar nicht mit dem ausrüsten. Eve Upgrade sollten wir auf jeden Fall mal machen. Und Gesundheitsupgrade. Ist auch nicht verkehrt. Nein. Zaun macht das hier. Okay, lass mal. Bringen Sie. Was haben wir denn hier noch Tolles? Electrobolt 2. Winterblast haben wir auch noch gar nicht. Gibt es nochmal ein Eve-Upgrade? Nee. Eve selber. Ja gut, wir haben eh fast kein Eve mehr. Dann werden wir einfach mal weitermachen. Für einen Alarm hier. Koch. Hier geht's ja nur noch ab, hey, das ist ja. Okay, was ist jetzt los? Da stimmt doch was nicht. Jetzt hör mir mal zu. Ich bin kein Botaniker oder so weiter, aber ich glaube, Ryan hat Arcadia gerade vernichtet. Er hat irgendwas mit der Atemluft angestellt. Wir befinden uns auf dem Meeresgrund, Junge. Der gesamte Sauerstoff kommt von den Bäumen. Keine Bäume, kein Sauerstoff. Denk mal drüber nach. Ryans Frau in Arcadia ist eine alterne Schönheit namens Langford. Ganz in Ordnung, aber sie macht so ziemlich alles für ein paar Dollar. Wenn sie noch am Leben ist, dann wird sie ihre Bäume ganz bestimmt retten wollen. Immerhin hat sie die verdammten Dinger gepflanzt.
Das haben wir verkackt. So, wo müssen wir jetzt hin? Doch, darüber. Oh, das Tor öffnet sich. Meine Bäume? Das war's doch nicht, Bäume? Nein. Sowas mache ich nicht. Neues Ziel. Ha. So, neue Aufgabe, neues Ziel. Unsere. Ja, wir haben es für heute schon geschafft. Ich sag mal, danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch oder schreibt mir was in den Kommi oder noch besser, ihr abonniert den Kanal, dann seid ihr immer auf dem Laufenden mit den neuesten Gameplays, die ich hochlade. Jo, bis dahin, Schuss reingehauen, euer Spezi.